Also man muss nicht versuchen, den Islam zu verbiegen, damit er mit dem Grundgesetz übereinstimmt, sondern man muss fragen, wie kann man miteinander leben, während man ein vollkommener Muslim ist, der an den Koran glaubt, vom Vers 1 bis zum letzten Vers, von Sure 1 bis Sure 114. Wie kann man an den Koran glauben und gleichzeitig hier in Deutschland leben, ohne mit dem Grundgesetz in Konflikt kommen? Das muss die Frage sein. Und die Frage muss nicht sein, wie kann ich den Islam entstellen und verändern? Weil hier geht es um eine Veränderung. Aber wer den Islam verändert, verändert die Botschaft, mit der der Prophet Mohammed a.s. gekommen ist. Und das ist ganz klar und deutlich eine Abirrung. So. So der Unionspolitiker zu Fokus. Und jetzt sagt er noch etwas. Hört gut zu. Er, also Mohanad Rashidu, hätte, also Wolfgang Bosbach sagt jetzt über Mohanad Rashidu, er hätte mehr staatliche Unterstützung verdient. Aha. Das heißt also, Mohanad Rashidu kriegt schon staatliche Unterstützung. Und nach Wolfgang Bosbach, der den Islam verdrehen will, verändern will, sollte er mehr staatliche Unterstützung kriegen, damit er den Islam besser verdrehen kann. Muslime, liebe Geschwister im Islam, egal von welcher Gruppe, egal ob von DITIB, egal ob von Miligorisch, egal ob vom Zentralrat der Muslime, egal ob von irgendeinem Sufi-Orden, ja, egal von welcher Gruppe, wacht auf, wacht auf. Er hätte mehr staatliche Unterstützung verdient, für was? Um den Islam so zu interpretieren, zu erlehren, dass er nicht im Widerspruch zu unserer Rechtsordnung steht. Das heißt, der soll den Islam verändern. Euren, meinen, unseren Islam. Das, was uns so heilig im Leben sein muss, soll verändert werden, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Geht's weiter. Dann redet er hier über Fundamentalisten und sagt, also jetzt wird Mohanad Rashidu zitiert: Sie berufen sich nicht immer auf Randpositionen, sondern auf Inhalte des Mainstream-Islam. Also, er meint, die Fundamentalisten beziehen sich nicht immer auf Randpositionen, sondern oft auf Inhalte des Mainstream-Islam. Was heißt Mainstream-Islam? Mainstream-Islam heißt Aschariten, Maturiditen, Salafiten, Mu'taziliten, die vier Rechtsschulen für ihn. Oder beschränken wir uns auf die vier Rechtsschulen. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed Hanbal. Er sagt also jetzt, Fundamentalisten beziehen sich auch darauf. Und was ist jetzt seine Schlussfolgerung daraus? Das bedeutet, dass nicht alles, was an Auslegung im Islam zum Mainstream gehört, für uns heute noch brauchbar ist. Das heißt, das war irgendwann mal brauchbar, aber heute ist es nicht mehr brauchbar. Das heißt, das, was die vier Rechtsschulen lehren, das ist heute nicht mehr brauchbar. Nicht alles. Das heißt, wir müssen das verändern. Muslime, Zentralrat-Anhänger, DITIB-Gänger, Miligorisch-Anhänger, Sufis, wacht auf. Wacht auf. Was wollen wir am jüngsten Tag sagen, wenn wir gefragt werden sollten, was habt ihr getan, als ihr wusstet, dass die Religion bei euch verfälscht werden sollte? Wenn nur ein einziges Kind vom Islam abfällt und eine falsche Akida hat, wie zum Beispiel, dass es keine Hölle gibt, die Hölle sei kein Ort der Bestrafung, und wir konnten etwas dagegen tun, ja, was sollen wir darauf antworten? Wacht auf! Weiter. So, dann kommt hier die Frage. Passen Debatte des Jahres 2015, passen Islam und Demokratie überhaupt zueinander? Passen Islam und Demokratie überhaupt zueinander? Die Frage muss sein, müssen Islam und Demokratie überhaupt zueinander passen?
Müssen die zueinander passen? Hat man schon mal die Frage gestellt, ob der Hinduismus zur Demokratie passt? Oder ob das Christentum dazu passt? Dann wird immer schön ein Vers genannt, ja. Was des Kaisers ist des Kaisers und was Gottes ist des Gottes, ja, beispielsweise. Oder was Gott gehört, ist für Gott und was dem Kaiser gehört, ist für den Kaiser. Ja, man soll nicht nur einen Vers aus der Bibel herausnehmen, sondern man soll mal zu anderen Versen gehen. Und kein einziger Pfarrer, kein einziger Bischof, kein einziger Pastor, kein einziger Rabbiner wird in Deutschland sagen können, dass das, was Menschen zum Gesetz gemacht haben, besser ist als das, was Gott offenbart hat. Kein einziger Christ und kein einziger Jude kann das behaupten, wenn er seine Schriften ernst nimmt. Ansonsten kann er die Bücher gleich in die Mülltonne werfen. Und kein einziger Muslim kann sagen, dass wenn die deutsche Verfassung sagt, dass Mann und Frau unehelichen Geschlechtsverkehr haben können, beziehungsweise, dass das zur Freiheit gehört, also aus diesem Gesetz abgeleitet, ja, jeder kann machen, was er will, solange der andere einverstanden ist, dass das nach den Schriften richtig ist. Die Frage ist nur, wie wir miteinander leben können. Wir können damit miteinander leben, ganz gemütlich, indem wir der Meinung sind, dass unsere Gesetzgebung, und ich rede jetzt hier, das, was im Koran und in der Bibel steht, denn sowohl der Koran als auch die Bibel verbieten den unehelichen Geschlechtsverkehr. Aber das Grundgesetz erlaubt das. Das heißt, wir können jetzt hier miteinander leben, ohne aneinander zu ecken, indem wir diesen Glauben behalten, aber eingeschränkt werden durch das Gesetz. Wir dürfen niemand etwas tun. Aber wir können sehr wohl mit Leuten darüber reden, dass das falsch ist, was sie machen. Ich kann aber nicht versuchen, den Islam zu verändern und den Muslimen einzureden, dass das, was im Grundgesetz stünde, nun wichtiger und besser sei, als das, was der Koran lehrt. Und ich kann auch nicht einem Juden vorschreiben, dass er jetzt glaubt, dass das, was das Grundgesetz lehrt, besser ist als das, was in der Bibel, beziehungsweise in der Tora, beziehungsweise im Alten Testament steht. Und ich kann auch keinem Christen vorschreiben, dass er jetzt glaubt, dass das, was im Grundgesetz steht, besser ist als das, was im Neuen Testament steht. Denn dann ist man selber gegen das Grundgesetz, weil das Grundgesetz einen jetzt die Glaubensfreiheit nimmt. Und darum geht es hier. Das heißt, das ist eine Volksverdummung. Aber die Frage, die gestellt werden muss, liebe Muslime, warum erwartet kein Mensch von den evangelikalen Christen, dass sie sich dazu bekennen, dass das Grundgesetz besser ist als der Islam? Warum verlangt keiner von einem orthodoxen Rabbiner, dass er sich bekennt und sagt, das Grundgesetz ist besser als die Tora und das Alte Testament? Warum nicht? Warum wird dieser Schwachsinn nur uns vorgeschrieben? Und warum werden wir unter Druck gesetzt? Warum? Ja, damit man, beantwortet euch die Frage selber, wacht auf. Wacht auf. Dite, Miligurisch, Zentralrat, Sufik, Tarikats, egal. Wacht auf, was hier gespielt wird. Ja, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Jetzt lasst uns das nochmal zusammenfassen. Wolfgang Bosbach, ein konservativer, christlicher CDU-Politiker, der sich schon dutzende Male negativ über den Islam geäußert hat, der ist seit Jahrzehnten in der Politik dabei. Und es kann uns und kümmert sich um islamische Belange und ist immer in der ersten Reihe mit dabei, wenn es darum geht, irgendetwas zu finden, um die Muslime zu kritisieren und sie zur Integration, Klammern, Assimilation zu zwingen. Hier erzählt er, ja,
Hier werden Moscheen gebaut und wo sind die Kirchen in den islamischen Ländern? Denkt ihr wirklich, dass diese Person nicht wüsste, dass es in den islamischen Ländern Kirchen gibt ohne Ende? Und da müssen auch keine Kirchen gebaut werden wie hier, weil diese Kirchen dort schon seit Jahrhunderten bestehen. Aber hier in Deutschland müssen Moscheen gebaut werden, weil Muslime neu hinzugekommen sind und immer mehr werden. Deswegen kann man das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber warum benutzt er hier ausgerechnet dieses Beispiel, obwohl er mit Sicherheit genau weiß, dass ein gebildeter Mann, obwohl er mit Sicherheit genau weiß, dass in den islamischen Ländern oder zumindest in einigen islamischen Ländern mehr Kirchen gibt als in Deutschland Moscheen. Zum Beispiel in Ägypten, zum Beispiel in der Türkei, ja, zum Beispiel in Syrien. Natürlich, Syrien ist jetzt von der Bevölkerung viel kleiner als Deutschland, aber trotz alledem, in der Relation gesehen zumindest. Warum? In Deutschland werden die Kirchen zugemacht und er will jetzt hier davon reden, warum werden denn keine Kirchen in islamischen Ländern gebaut? Wo steht hier die Logik? Das ist eine pure Agitation, das ist eine pure Stimmungsmache gegen die Muslime, um die rechtsradikalen Freunde von Pegida und so weiter CDU-freundlich zu stimmen. Und dann müsst ihr nur auf PNews gucken, was, das ist nämlich der Antreiber von Pegida, was danach über diese Show gesagt wurde. Ha, der Wolfgang Bosbach, das ist noch eine Person in der CDU, die man wählen kann. Darum, es geht nur um Stimmfang. Pure Agitation, um Stimmen zu fangen. So einfach ist das. Und diese Person, die so gegen den Islam redet und die so ein Unwissen verbreitet, obwohl sie garantiert weiß, wie die Realität aussieht, diese Person, die ganz offensichtlich nichts Gutes für die Muslime im Schilde führt, konservativer Christ, der immer wieder gegen die Muslime redet und sogar Ehrenmord mit dem Islam in Verbindung bringt, er sagt hier, Mohammad Rashide muss gefördert werden, mehr gefördert werden. Sollen wir noch, liebe Muslime, müssen wir noch was dazu kommentieren?